Hi, hallo und herzlich willkommen hier bei Belletristik Basti. Wie ihr heute schon gesehen habt, es geht um einen Tour-Vlog, den ich und der Manu mit Orange praktisch on Tour gemacht haben. Wir haben einen Auftritt gespielt, aber alles Weitere erkläre ich jetzt gleich im Video. Es wird halt leider nicht so stark um Bücher gehen. Es geht hier und da mal ganz wenig um einen Buddy-Read, den ich mit der Claudia gemacht habe. Aber ansonsten geht's im Zentralen um unser Tourwochenende in Bensheim. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Hey, liebe Freunde, ich bin's, der Basti, und wie ihr ja schon erfahren habt, wir drehen einen Vlog, ich und der Manu diesmal. Wir sind nämlich unterwegs in Richtung Bensheim zu einem Festival. Festival, endlich wieder ein Festival spielen, und das Vogel der Nacht Festival in Bensheim ist heute wirklich einen Ausflug wert, und es ist eigentlich echt so einen Wochenendtrip wert, und das machen wir auch. Wir haben natürlich vorher noch Termine und müssen uns da um die ganze Öffentlichkeitsarbeit kümmern und natürlich um unser Hotel. Und ich werde euch natürlich auf jeden Fall jetzt gern auf diese Reise mitnehmen. Ich habe mir natürlich auch ein Buch mitgenommen, aber ja, darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist, wenn ich irgendwo sitze oder rumliege, wo ich erlesen kann. Und in diesem Sinne, da die Song, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Orange on Tour Vlog. So, Freunde, wir sind inzwischen schon fast 3,5 Stunden im Auto unterwegs, haben einen kleinen Zwischenstopp beim Burger King gemacht, wie ihr gesehen habt. Und welche Käse-Sandwich? der Manu hatte Käse-Sandwich, ich habe natürlich einen Veggie-Burger gegessen, ganz klar. Und ja, ich wollte eigentlich viel mehr Weil so. dir das Schwein war vegetarisch. Genau, das Schwein hat nämlich nur Salat gegessen. Ich wollte eigentlich viel mehr so während der Fahrt mitfilmen ein bisschen und so ein bisschen Real Talk nah sein. Aber muss ich dazu sagen, wir waren ja schon ewig nicht mehr miteinander so auf einem richtig langen Roadtrip unterwegs, so wie jetzt gerade im Moment. Von dem her sind wir jetzt einfach abgegangen wie Schmitz Katze und haben einen Hardcore Real Talk rausgehauen einfach. Und jetzt ist hier mal Jetzt ist Stau. Alarm angesagt. Jetzt ist Stau. Genau, von dem her haben wir die Zeit jetzt total gut genutzt und haben uns mal wieder so richtig unter Freunden, ja, unter Bros praktisch unterhalten. Ausgetauscht. Wir haben uns richtig ausgetauscht, wir waren richtig gefixt. Und es hat richtig gut getan. Also ich muss sagen, so lange Autofahrten mit der Band, mit der ganzen Die Band. ganze Band ist dabei. Also ich finde wirklich, ohne Flachs jetzt, das tut einfach so richtig gut. Ja. Das ist einfach so richtig ein Teil meiner Psychohygiene ist das tatsächlich. Und ich glaube, deiner, so wie ich das halt verstanden habe. Ja, schon. Na, es ist richtig cool, es tut gut. Und man merkt wieder, wie man das vermisst hat, dass auch die Autofahrten zu den Konzerten, die gehören auch schon dazu. Das Die muss kennen man zelebrieren. absolut, die kennen Nicht von voll dazu. wegen so, ich habe jetzt Rückenschmerzen, ich höre auf, sondern muss man durchziehen. Absolut, da bin ich ganz mit dir, Manuel. Amen. Manuel. Ja, und was mir halt echt auch noch aufgefallen ist, weil, also man muss dazu sagen, wir sind ja die Jahre vor Corona extrem viel getourt sozusagen, also extrem viel rumgefahren. Ja. Und teilweise ja extrem weit und lange Autofahrten und so. Und da habe ich mich schon hier und da mal erwischt, wo ich mir gedacht habe, Alter, ist mir jetzt einfach zu lang, ist mir einfach zu weit. Und ich habe das als sehr unangenehm teilweise empfunden, so weit Auto zu fahren. Und heute ist mir aber aufgefallen, ich habe das eher als totale Bereicherung empfunden. Und heute war ich richtig beseelt und happy beim Losfahren schon, weil ich mir gedacht habe, geil, ein Roadtrip mit meinem Bro, das tut einfach mal wieder richtig gut, ist voll überfällig. Ja, ist immer die Ansichtssache, ne? Ja, genau, es ist so irgendwie, das hat mir gefällt. Das gehört irgendwie so dazu, auch wenn es manchmal nervig ist, wenn man es öfter macht. Aber also in diesem Fall jetzt eigentlich unser einziger richtig langer Roadtrip diesen Und Sommer. unsere einzige Zeit zusammen, ohne anderen Das stimmt. Das ist einmal was wert. Ich Ist so. meine, das bei dem, was wir alles zu tun haben, ja, bei diesen Rollen, die wir alle spielen im Leben, ist das natürlich schon bei mir natürlich noch ein bisschen mehr wie bei dir. Gott sei Dank. Jetzt ist ja da, haben wir schon Real Talk gehalten. Da muss man das zuerst mal rausnehmen können. Und so haben wir praktisch ja immer einen legitimisierten Grund, Ja.
lange Zeit miteinander zum Verbringen und einfach so einen Real Talk machen zum Kennen. Was so wie das mir vorkommt wie bei Truman Show. Kennst du den Film Truman Show mit Jim Carrey? Der hat doch auch so einen Best Friend, der hat doch auch so einen Bro, mit dem er immer da auf dem Riff draußen steht und ein Bier trinkt. Die nehmen sie dann so ein Dosenbier mit, so der amerikanische Traum. Kennst du diese Szenen? Also an das kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern. Also das heißt, nicht Riff, sondern die stehen auf so einer Brücke draußen an so einem Strand. Sitzen so auf der Motorhaube. Da kommt wieder dieses Motorhaubenphänomen. Ah, wie bei der Raststätte. Ja, Raststätten-Motorhaubenphänomen. Genau, und genau so fühle ich uns irgendwie. Ich fühle uns mal. Da fühlt es. Okay, aber jetzt werde ich mal sagen, genug geschwafelt. Wir machen uns jetzt mal auf den Rest des Weges. Haben ungefähr noch eine halbe Stunde. Soweit ich das nur überrissen habe, halbe, dreiviertel Stunde, dann checken wir in unser Hotel ein und dann werde ich euch mal eine kleine exklusive Führung durchs Hotelzimmer. Wohnungsführung. Ja, eine Hotelzimmerführung gehört auf jeden Fall dazu. Und dann checken wir heute Abend auf jeden Fall schon mal den Kiez am Vogel. Den Kiez, Vogel der Nacht, schauen wir uns schon mal ein bisschen um. Schauen wir uns mal an, wie das läuft, ob die uns überhaupt reinlassen, weil wir haben ja nicht reserviert, weiß man ja nicht, wie das jetzt inzwischen ist. Ansonsten gehen wir heute in die Hotelbar oder in den Wellnessbereich oder vergnügen wir uns an der Minibar, wenn sie uns eigentlich die Hotelbar nicht einlassen. Werden wir mal sehen. Ansonsten bleibt immer noch im Notfall die Aral-Tankstelle. Und Zimmerparty. Zimmerparty. Und das Wichtigste ist, dass man jedes Mal den Fernseher aus dem Fenster schmeißt und auf den Teppich kackt. Ja, ich freue mich schon. Ich freue mich auch schon wieder, aber erst kurz vorm Auschecken natürlich. Weil ist auch unangenehm, wenn man dann mal auf den Teppich scheißt. Das wird dann immer mit Schere, Stein, Papier ausgelost. Wer halt wieder auf den Teppich scheißen darf. Und wer den Fernseher schmeißt. Wer gewinnt, darf den Teppich beschmutzen. Nee. Das sind alles Mythen, die überhaupt nicht wahr sind. Ja, obwohl ich schon mit Fug und Recht behaupten kann, eigentlich, dass durchaus schon Dinge passiert sind, so auf Tour, die auf Tour geblieben sind. Aber das mit dem Teppich, das bleibt natürlich mein Geheimnis. Ob das tatsächlich einer wahren Geschichte entspricht, wer weiß. Ich hoffe, es stört euch in mein rudimentäres Setup hier heute. Also ich habe es wirklich ganz simpel gehalten, habe nur mein kleines Lämpchen abgestellt und schneide hier nebenbei dieses Video. Und ich hoffe, ihr fühlt euch wohl in dem Format. Sagt es mir gerne in die Kommentare Bescheid, wie euch das Ganze denn so gefällt. So Leute, jetzt sind wir hier im fabulösen Hotel Bacchus in Bensheim, wo wir eingecheckt haben gerade. Und ich konnte mich an der Rezeption gerade entscheiden zwischen einem Zimmer mit kleinem 90er Bett und dafür größerer Dusche oder einem Zimmer mit 1,60 Meter Bett und dafür eine kleine Dusche mit so ein bisschen Anstoßgefahr oben und haben natürlich für das große Bett entschieden. Und ich zeige euch das jetzt einmal. Jetzt gibt es mal eine kleine Roomtour. So sieht es aus, wenn man hier reinkommt. Unheimlich schicker brauner Teppichboden. Da muss ich jetzt dann gleich die Schuhe ausziehen. Und hier ist das Bett, für das ich mich entschieden habe. Also der freundliche Mann an der Rezeption hat gesagt, das Hotel ist halt wahrscheinlich wegen dem Vogel der Nacht ausgebucht. Und es ist wirklich ein ganz kleines, schniekes, schönes Zimmer. Und ich brauche nicht mehr, weil wir sind eh nur zum Schlafen hier und sind sonst ja unterwegs. Und genau, ich finde es eigentlich ganz cool hier mit den Balken. Es hat so was Heimeliges, Gemütliches. Also es ist wirklich schön. Nur einen kleinen Blick in das Bad. Wenn ich euch schon was vom Bad hier erzähle, dann muss ich es euch doch erzählen. Hier, das hat er gemeint. Hier ist der... da ist die Gefahr. Die kantige Gefahr ist, dass man sich da einen Schädel hat. Aber die Dusche ist eigentlich alles easy. Ist zwar so ein bisschen im Eck und relativ eng, aber hey... Zweimal duschen und dann war es das auch schon für mich hier in diesem wundervollen, wundervollen Hotelzimmer. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, schauen wir noch, machen wir noch den Blick aus dem Fenster. Schauen wir mal, ob sich da was, naja, da sieht man am Bahnhof. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, bis deine Antenne. Wir sehen uns, wenn es hier weitergeht. Hey, und das bin ich. So Leute, wir sind in Bensheim. Ihr habt ja schon gesehen, wir haben das Hotel in Beschlag genommen und wir haben uns jetzt auch schon beim Veranstalter gemeldet und haben unsere Pressetermine klar gemacht für morgen. Es steht alles, es ist alles gut geplant und jetzt wandern wir hier im Abendrot praktisch den Weinberg hoch in Bensheim. Es ist ultra geil. Ich lasse euch mal kurz so einen kurzen Take a look around mal, so einen kurzen View gebe ich euch und zwar passt auf. Alter Vater. Hier, das ist der Manuel. This view! Genau.
richtig cool. Also es ist wundervoll hier. Wir steigen jetzt hier auf den Weinberg und dann gönnen wir uns ein bisschen einen Appleboy oder so. Schauen wir mal, was hier hergeht. Und es war wirklich so ein bisschen wie nach Hause kommen, weil dieser Veranstalter der Harry ist einfach richtig eine gute Haut und wir haben so oft schon hier gespielt in Hessen, in Südhessen hier in Bensheim und es ist einfach eine geile Gegend. Schaut euch das an. Es ist einfach awesome, Freunde. Ja, und wir waren dann oben auf diesem Häuschen. Ich muss euch wirklich sagen, ich lese jedes Jahr wieder den Namen von diesem Haus da oben oder Häuschen von dieser Gastronomie und ich vergesse jedes Jahr wieder, keine Ahnung. Aber es hat auf jeden Fall so ausgeschaut. Wir waren da oben, hatten einen Megablick. Es war richtig cool und ich bin voll happy, dass ich so ganz brav und fleißig Fotos gemacht habe und gefilmt habe. Dass ich euch das auch hier berichten kann. Und ich freue mich total, dass du immer noch dabei bist und immer noch zuschaust. Ja Leute, wir sind hier sehr gut unterhalten. Hier unten lacht der Vogel in der Nacht und hier oben gibt es erstmal Cheeseburger. Richtig was zu fressen. Und Chili Cheese Pommes, richtig geil. Ja, und ich muss euch ehrlich sagen, diese Chili Cheese Pommes, die waren der Wahnsinn. Ich habe am zweiten Tag tatsächlich genau denselben Burger und genau dieselben Chili Cheese Pommes nochmal gegessen, weil das war einfach richtig geil. Das war wie wenn du auf so richtig ultra tolle Pommes, so eine richtig dicke Bolognese von Muttern da drauf machst und es hat einfach so Spaß gemacht, es hat so gut geschmeckt. Dieser Abend auf Vogel der Nacht, der war natürlich dann dementsprechend feucht fröhlich. Wir haben ja am Anfang hier ein paar Bier getrunken und Bier haben ja die nicht so in Hessen, ja. Bier ist das ist gar nicht mal so geil. Die haben da dieses Pfungstädter Pilz, das ist okay. Aber da können sie nicht so punkten, aber sie haben diesen Bembel, ja, den Bembel Apfelwein. Und die haben das in so Dosen, in so Halbliterdosen und gemischt mit Cola und ich glaube auch mit Kirschsaft und einen pur. Ich trinke aber normal nie den puren, sondern ich trinke immer den goldenen mit Quitte. Das ist gemischt mit Quittensaft und ich glaube, ich habe an dem Abend 4 oder 5 so Dosen getrunken und ein paar Bier vorne weg. Das war echt der Rock'n'Roll Lifestyle und es hat unheimlich Spaß gemacht. Es war einfach total spaßig, hat aber dann im Großen und Ganzen dazu geführt, dass ich nicht mehr viel gefilmt habe, obwohl es wirklich ein toller Abend war und da schon tolle Künstler gespielt haben. Und wir haben uns dann irgendwann zurückgezogen, ja, als Star machen wir das so, da gehen wir irgendwann zurück in die Hotelbar und habe ich auch noch so eine kleine Impression, habe ich leider nur ein Foto gemacht. Und in der Hotelbar hatten die, ob ihr es glaubt oder nicht, Tegernseer Hell. Und Tegernseer Helles Bier ist richtig geil, ist richtig gut. Ich versuche nicht mehr so oft das Wort geil zu verwenden, also es ist richtig gut. Es ist eine echte Delikatesse in der Bierwelt und dann haben wir uns das nur gegönnt, wie ihr seht. Und das hat dazu geführt, dass wir am nächsten Tag in der Früh, als wir dann ausgeschlafen hatten, ein echtes Heldenfrühstück brauchten. Ja. Geht's so los? Mhm. Muss ich lachen. Heldenfrühstück, sitze ja hier und ja, das sind beides meine Teller. Ich brauche es einfach in der Früh dann salzig. Wenn abends so der Rockstar-Anfall kam, dann muss es in der Früh ein salziges Frühstück sein. Ich finde es so geil, weil in so einem Hotel, da gehst du, Entschuldigung, ich finde es so grandios. Moment. In so einem Hotel, da gehst du einfach an dieses Frühstücksbuffet und das dann Würstel, das Rührei war nur so medium geil, aber medium gut, aber es ist auch Speck und so Semmerl und da ist einfach alles, was das Herz begehrt, habe ich sehr gefeiert. So, wir hängen jetzt hier nur in der Lobby ab, weil wir auschecken im Hotel. Jetzt habe ich hier dieses tolle Bücherregal entdeckt und Gesellschaftsspiele und die haben hier einen riesen Fernseher. Hey! Und da ist der Manu und der interessiert sich mal einen Scheißdreck für Fußball, deswegen sitzt er so, dass er nur mich sehen kann, was natürlich auch viel geiler ist. Und wir haben das Problem, dass draußen wirklich gerade richtig assi und regnerisch ist. Das heißt, wir hängen jetzt hier noch ein bisschen ab, wir spielen noch ein bisschen Activity in Make and Break und Monopoly und dann auf zum Soundcheck.
Aber der ursprüngliche Plan war nämlich, dass wir den Soundcheck-Show in der Früh machen, vormittags praktisch, bevor das Kinderprogramm losgeht, dass wir danach nur noch auf die Bühne treten müssen und loslegen können. Was natürlich witterungsbedingt nicht funktioniert hat. Und ja, dann waren wir irgendwie blöd da gestanden. Wir mussten raus aus dem Hotel. Und dann? Wir haben jetzt einen harten Durchhänger. Weil so sieht der Sommer aus. Ja, hier ist es August in Bensheim und ich muss ehrlich sagen, ich und wir haben keine Regenjacke dabei und es regnet gerade, was das Zeug hält. Ich kann jetzt auch nur ein Video machen, weil wir durch eine Allee gingen. Frank Allee. Und ja, wir sind jetzt aus dem Hotel ausgecheckt und jetzt spielen wir dann am Abend. Was auch mies ist, es ist Sonntag, weil da ist ein Bücherladen. Ja, scheiße, stimmt. Aber der hat jetzt zu. Hier wäre ein Büchergeschäft, aber das bleibt nun mal ein Traum. Wir suchen uns jetzt mal einen Kaffee und checken mal im Kaffee ein und trinken einen Kaffee oder fünf Kaffee und dann schauen wir weiter. So, und nachdem jetzt, wie wir jetzt nicht sagen, alles schiefgegangen ist, hallo Manuel. Jo. Nachdem jetzt zwar nicht alles schiefgegangen ist, aber es wirklich regnet und wir irgendwie jetzt so eine nette Beschäftigung brauchen, die nicht outdoor stattfindet, weil es ist wirklich sehr unangenehm, kalt und regnerisch. Haben wir recherchiert. Der Manuel hat gegoogelt Indoor-Ausflüge in Bensheim und Umgebung und wir haben was gefunden, Leute. Ich zeige euch das mal. Und zwar gibt es hier so ein Neon, wie nennt man das? Neon Minigolfpark? Ja, 3D Neon Funpark Bergstraße. Bergstraße! Und da gehen wir jetzt mal rein und dann schauen wir mal. Ja, und wir waren da drin im Glowing Minigolfpark und ich zeige euch jetzt gleich ein paar Impressionen, aber ich konnte euch gleich vorher schon verraten, Minigolf ist nicht das Einzige, was wir da drin gespielt haben. Das war wirklich ein außergewöhnliches, cooles Erlebnis, dieses Minigolf, diesen Parcours zu spielen. Und wir haben ja vorher auf Instagram schon gefragt gehabt, wer glaubt ihr, wird gewinnen. Und ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, aber jetzt im Folgenden sieht man dann Manuel auszählen und dann sieht man das Gewinnerbild. So, Freunde, wir sind wirklich total durch. Also ich bin zumindest total durch. Es war echt anstrengend. Und zwar haben wir nicht nur dieses Minigolf gespielt, sondern haben uns dann auch gleich ganz spontan für unsere erste Runde Lasertag, unser erster Lasertag. Ich muss noch mal kurz einwerfen.
So sehen Sieger aus. Schau die Scheiße jetzt da weg. Das interessiert doch jetzt gar mehr von den Leuten. Die Leute wissen doch, dass ich dich gewinnen habe lassen. Ich habe Manuel gewinnen lassen, weil der tut sich ein bisschen hart, wenn er verliert. Das macht er nicht so. Nein, wir haben nur Lasertag gespielt und haben uns gegenseitig praktisch jetzt so an die 40 Mal abgeschossen gegenseitig. Wir hatten beide noch nie Lasertag Experience. Nee, das war das erste Mal. Und war echt ganz cool. War sehr schön, dass es mit dir war. Das hat mir auch gefallen, dass ich dich erschießen konnte. In diesem Sinne, wir schauen uns jetzt irgendwo um ein kleines Restaurant, Bistro. Ja, der Hunger treibt jetzt ein. Bar schauen wir uns jetzt um und wir brauchen jetzt echt was zum Essen und ein bisschen Erfrischungsgetränk. Aber so würde ich sagen, war das jetzt eine ganz coole Sache, die man hier bei schlechtem Wetter auf jeden Fall auch machen kann. Also wer in der Nähe von Bensheim ist, irgendwo auf Höhe der Bergstraße, Funpark ist auf jeden Fall eine tolle Adresse. Und ist auch alles gar nicht so, es gibt ja bei so Indoor-Spielplätzen, die sind da ganz gern mal so richtig speckig und so. Ja, ne? Und ja. Das war da gar nicht so. Also das war alles, hat alles recht neu und angenehm gewirkt. Richtig cool. Ja, und infolge dessen, dass wir den Bensheimer Funpark zerlegt haben und alles niedergeballert haben im Lasertag-Stübchen, brauchten wir dann einfach nur ein bisschen Übergang, weil es war immer nur zu viel Zeit. Und dann sind wir eigentlich in ein wundervolles Café gegangen, wo im Hintergrund so ein ganz toller gepolsterter Wandbehang war. Das war wirklich gemütlich und ich kann euch verraten, wir sind wirklich die ein oder andere Minute, 10 Minuten. Eingeschlafen, so abwechselnd, weil wir so fertig waren. Und ich habe in diesem Café weitergelesen an meinem Buddy-Read mit der Claudia. Und zwar habe ich den zweiten Teil von der Mr. Mercedes-Reihe gelesen, Finderlohn. Und ich habe es richtig hart gefeiert. Das war ein richtig cooles Buch. Aber da lasse ich euch natürlich mehr in meinem Lesemonat drüber wissen. Ich kann nur sagen, ich fand euch Finderlohn fast cooler als Mr. Mercedes. Ich glaube. Auf jeden Fall nichtsdestotrotz war es dann endlich soweit. Wir konnten aufs Gelände, wir konnten Soundcheck machen. Das Wetter war zwar kacke, aber es ging so irgendwie. Also Freunde, wir hängen jetzt hier gerade im Leipzig nur ein bisschen ab und auch durch. Ist echt schön. Und dann können wir sie richtig erholen, damit wir nachher fit sind um 19 Uhr beim Vogel der Nacht. Da werden wir so richtig wach. Ja, also wir zählen auf euch. So Leute, wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir machen jetzt halt, gerade Soundcheck. Hier ist der Manu. Und das ist immer erstaunlich, weil bei so einem Soundcheck sind die ersten Worte oder Laute, die man im Mikrofon sagt, irgendwas wie Hu oder Ha oder Pa. Und diese Wiese ist nachher bestückt mit leider nicht 2000 Leuten, aber 500, weil mehr lässt die Pandemie leider nicht so. Jetzt machen wir Soundcheck. Hier ist diese gigantische Bühne richtig geil. Ja, und da ich natürlich eigentlich schonungslos am Touralltag teilhaben lassen will, muss ich jetzt auch gleich mal sagen, das mit diesen Masken hat auch durchaus seine positiven Seiten, weil wenn man hier in so einem wundervollen Badezimmer, also in so einem Tourbadezimmer ist, dann, dann rentiert sich das, weil Leute, ich sag's euch ehrlich, es riecht nicht gut hier drin. Ja Leute, es roch ganz und gar nicht gut da drin, aber ich habe es natürlich überlebt und das gehört einfach so ein bisschen dazu, zu dem harten Touralltag, dass man einfach auf ein Dixi-Klo geht. Das stinkt einfach oft mal ganz furchtbar, aber da in Bensheim ist sowieso schön sauber gehalten. Und jetzt ist das Problem, wir haben dann einen super geilen Auftritt hingelegt, wir haben eine Dreiviertelstunde gespielt, was erst ein bisschen das Groteske ist. Ne? Man fährt da irgendwie zwei Tage durch die Weltgeschichte für 45 Minuten Auftritt, aber wir haben wirklich alles gegeben, wir haben voll abgeliefert. Es waren tatsächlich nur knappe 500 Menschen auf der Wiese, wo es von der Bühnenperspektive total wenig ausgeschaut hat, aber es waren coole Leute, es waren coole Menschen da und wir hatten ein super tolles Publikum. Das Problem ist nur, wir können natürlich nicht filmen und spielen gleichzeitig und abliefern und vorbereiten und hast du nicht gesehen. Deshalb habe ich mich ein bisschen bedient und zeige euch kleine Impressionen von den Festivals so insgesamt und dazwischen immer wieder kleine Impressionen, wie das von uns von der Bühne aus ausgeschaut hat.
Dankeschön! Das ist ein Wahnsinn, ein paar Leute können sogar mitsingen. So, aber jetzt lassen wir das einmal dabei gut sein. Liebe Freunde, es ist sehr schön gewesen, dass ihr das Video fertig geschaut habt, dass ihr uns auch für, oder dass ihr euch auch für diesen Teil meines Lebens interessiert und auch unseres gemeinsamen Tourlebens interessiert. Ich zeige mich hiermit nochmal schnell und sage vielen Dank fürs Dabeisein. Da ist der Manu, wir machen uns das fort, wir machen uns am Weg nach Hause. Da würde ich sagen, habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Euer Belletristik Basti und die Orange.